Ich begrüße euch recht herzlich zu einem festlichen Anlass hier im Spiel Final Fantasy XIV Stormblood. Ja, ihr hört's richtig, ein festlicher Anlass und das heißt nichts anderes als, dass Weihnachten wieder vor der Tür steht. Ja, unglaublicherweise ist also wieder ein Jahr verstrichen, seitdem wir das letzte Mal das Sternenlichterfest absolviert haben. Und wenn ich sage vor einem Jahr, dann kann man für mich persönlich sagen, es ist exakt vor einem Jahr, denn ich habe mal ein bisschen in meinem Final Fantasy Livestream Archiv ein bisschen rumgeblättert und habe da ja gesehen, dass exakt am 17.12.2016 da habe ich einen Livestream abgehalten, wo ich auch dieses Sternenlichtfest mit euch live zelebriert habe. Und da gab es auch noch ein paar kleine Gewinne, die man da sozusagen gewinnen konnte, die habe ich verlost. Ja, und jetzt ist wieder ein Jahr verstrichen. Jetzt gibt es zwar nichts zu gewinnen, sondern eigentlich nur zum Zuhören, wie immer. Und trotzdem ist es schön, euch wieder hier zu haben. Und an der Stelle möchte ich noch mal kurz einhaken. Für die Leute, die natürlich regelmäßig meine Final Fantasy Folgen, sich angeschaut haben, denen ist wahrscheinlich aufgefallen, dass da so die letzten 3 Wochen nicht gerade viel gekommen ist zum Thema Final Fantasy 14 auf meinem YouTube-Kanal Seed Movie. Dann lag daran, dass ich so ganz ehrlich gesagt zurzeit so eine gewisse Findungsphase habe. Ja, ich bin die ganze Zeit überlegen, in welche Richtung geht es nun mit Final Fantasy 14 für mich persönlich, wo sind so meine Zukunftsgedanken und da aber zu diesem Thema würde es auch sicherlich noch bis zum Ende des Jahres, werde ich eine separate Folge aufnehmen, um mich da mal so ein bisschen up to date zu bringen, wie es bei mir persönlich ausschaut, mit meiner Motivation, mit meinem Zeitmanagement und wie ich das alles in der Zukunft gestalten möchte. Ja, zumindest wird das mal einer separaten Folge mit mir mal aufgearbeitet, damit ihr auch up to date seid. Ich bin also nicht verschollen und auch nicht weggeflogen, auch wenn ich hier gerade auf dem Wölkchen rumschwebe. Ja, an der Stelle kurz erwähnt, das ist auch ein Ingame-Item, was man sich sozusagen erkaufen konnte. Das war jetzt nicht über einen Moki-Shop, sondern über eine Promo-Aktion von Dr. Pepper und die läuft auch noch bis Ende des Jahres. Und vor exakt einem Jahr, da gab es ja auch schon eine Promo-Aktion. Da habe ich beim Livestream ja ein paar Gewinne rausgehauen. Da gab es aber kein Wölkchen zu gewinnen. Das lief über den GameStop, glaube ich. Ja, genau. Und da habe ich dann ein paar Schokomoppel-Reittiere verlost. Und ja, wie die Zeit vergangen ist. Und warum ich auch jetzt ausgerechnet zum 17.12.2017 jetzt hier diese Aufnahme starte, liegt nicht nur am Event, natürlich das auch, sondern auch durch einen kleinen Zufall. Aber das werde ich jetzt im Laufe sozusagen der Folge mal erwähnen, wie ich drauf komme, jetzt ausgerechnet hier die Aufnahme zu starten. Aber vorab muss ich natürlich mal runter von meinem Wölkchen, sonst geht hier gar nichts. Und auch mein Interface einblenden. So schaut's also aus. Also, zuerst mal vom fliegenden Wölkchen mal absteigen, so, auch wenn das schön rumschwebt. Und dann werde ich mal ein bisschen drauf eingehen. Einerseits auf Event, das wir natürlich heute zelebrieren, aber auch, ja, wie ich drauf komme, das jetzt zu machen. Jo, der Grund ist eigentlich recht simpel. Ich habe gedacht, ich werde mal ein bisschen die Weihnachtsdeko raushauen oder raussuchen und das Haus oder zumindest die Wohnung dekorieren. Und damit meine ich jetzt hier nicht das Ingame-Haus. Ja, ihr wisst ja auch, hier vorne ist ja mein Ingame-Häuschen, das steht auch noch weiterhin, Gott sei Dank. Es wurde also noch nicht verscherbelt und das habe ich noch gar nicht dekoriert hier ingame. Jedoch meine Real-Life-Wohnung, also da, wo ich lebe und auch gerade aufnehme, da habe ich jetzt heute mal so ein bisschen die Deko-Sachen mit der Melitos rausgekramt und als wir im Keller ein bisschen rumgewühlt haben, da ist mir aufgefallen, meine Güte, da ist ein Lebkuchen. Ja, und für die Leute, die beim letzten Livestream, oder gesagt, vor einem Jahr dabei waren beim Livestream, am 17.12.2016, die wissen ganz genau, was für ein Lebkuchen das sein könnte. Denn es war ein Teil der Verlosung, die ich gemacht habe. Und ich bin ja so einer, der es ziemlich oldschool zelebriert. Ich bin ja auch schon so ein alter Hase. Ich habe mir die ganzen Spaß gemacht und habe mir die ganzen aktiven Livestreams-Zuschauer, hatte ich vor einem Jahr auf einen Zettel geschrieben und habe die in so eine kleine Lebkuchentasche reingetan und habe dann live aus dieser Lebkuchentasche habe ich dann die Gewinner rausgezogen, die dann später diesen Schokomoppel gewonnen haben. Und diesen Lebkuchen, diese Lebkuchentasche, die habe ich jetzt auch mal gefunden im Keller. Trotz des Umzugs jetzt diesen Jahres ist es nicht abhanden gekommen, da war ich recht glücklich drum. Und so, warte kurz, teleportieren. Ja, und dieses Lebkuchensäckchen oder diese Tasche, wie man es nennen mag, habe ich alles auch noch hier vor mir. Und das hat mich daran erinnert, wie es halt vor einem Jahr war.
und wo ich noch als Weihnachtsmann verkleidet war und diese Verlosung im Livestream gemacht habe, das war noch cool gewesen. Es war auch zwar ultimativ anstrengend, ich meine, die Leute, die dabei waren, die haben das noch vor Augen. Ich war wirklich ordentlich durch, denn in so einem vollen Weihnachtskostüm mit Bart und Mütze und allem drum und dran ist das schon unangenehm, wenn es mal so 5 Stunden Streams. Aber ich habe es durchgezogen. Und das hat mich wieder daran erinnert, wie es vor einem Jahr war und wie schön das war. Und da sind mir so die ganzen Stammzuschauer sind mir so nochmal durch den Kopf geschossen, nachdem ich mir die mal alle sozusagen aus dem Säckchen rausgekramt habe. Und ich weiß gar nicht mehr, was aus den Leuten geworden ist. Vielleicht werde ich mal es einfach mal kurz, ich meine, die Zeit müssen wir jetzt mal uns nehmen, um einfach mal die Vergangenheit nochmal zu zelebrieren. Um vielleicht zu erfragen, wer ist denn von den Leuten, die ich jetzt mir so rausziehe, warte, ein bisschen rum. Krisseln. Das sind wirklich so kleine Zettelchen, die habe ich alle selbst sozusagen beschriftet, hier alles ausgeschnitten. Ah, da sind sogar noch die Ränge drauf. Für die Leute, die relativ aktiv meinen Livestream zelebriert haben oder zumindest dabei waren, da gab es dann auch für ihre Anwesenheit gab es auch noch Ränge. Und wen habe ich hier jetzt mal gezogen? Das war zum Beispiel vom Jahr hier der Diginatz. Diginatz mit dem, mit dem Rang Pflänzchen. Mit 245 Punkten. Der hatte auch die Möglichkeit, was zu gewinnen. Wen haben wir noch hier? Ich muss mal ein paar Leute ziehen. Und die Leute, die gerade mal hier aufgerufen werden und gerade das sich anhören, meldet euch doch mal im Chat, oder also nicht im Chat, sondern in den Kommentaren. Spielt ihr eigentlich noch Final Fantasy 14? Seid ihr noch aktive Zuschauer meinerseits? Schreibt mal rein. Weil viele von euch habe ich auch seit den letzten Livestreams gar nicht mehr gesehen. Da ich auch sagen muss, dass seit Sommer 2017 ist ja bei mir, was die Livestreams betrifft, alles so sehr ruhig geworden. Und dadurch bin ich einfach mal interessiert, jetzt zu Weihnachten, ein Jahr später mal zu wissen, wie es euch so ergangen ist. Wie geht's euch? Auch wenn es jetzt nicht um einen Livestream ist. Aber trotzdem, man muss mal fragen. Wen haben wir noch hier? Atinaris, meine Güte. Auch Pflänzchen. Ich lese ein paar Namen vor. Mal schauen, wer von euch ist also noch am Start? Ja, der Gigatobi, natürlich. Hier, Tobi, der ist auf jeden Fall am Start. Da war ich bei dir mal letztes Mal im Livestream dabei gewesen, so als Undercover-Zuschauer. Ja, Gigatobi, kennen wir natürlich. Wen habe ich hier noch hier? iCapel 89 mit dem Rang Knolle, meine Güte. Nochmal ein paar Leute ziehen. Wen haben wir noch hier? Der Climax. Ja, Climax auch, meine Güte. Climax, wie geht's dir? Oder Turbo Saxo 87. Das sind noch Namen, die habe ich hier noch in Erinnerung. Alle noch archiviert in meinem Lebkuchensäckchen. Oder Akruandu, wie geht's dir so? Ihr kennt sie natürlich. Die Leute, die live am Start waren. Oder Sternchen. Meine Güte. Sternchen, wie geht's dir? Ich hoffe, sehr gut. Ich weiß ja, dass du ja vom Server Shiva auf den Server Phoenix geswitcht bist. Vor einem Jahr eigentlich schon. Ich hoffe, dir geht's sehr gut. Oder vielleicht bist du ja doch wieder auf Shiva. Ich weiß nicht. Aber ich hoffe, dir geht's gut, Sternchen. Hier, Nilani haben wir noch. Wir müssen die Zeit mal nehmen. Wen haben wir noch hier? Killastasi haben wir noch. Die ganzen Leute. Kann ich eigentlich. Lexi Lixi. Ja, Lexi Lixi. Meine Güte. Hier, Rang Stammgast. Gaimutaimo. Ja, Gaimutaimo. Natürlich auch. Kein Wunder, dass er Stammgast war. Ja, also das waren noch Zeiten. Ich könnte eigentlich jetzt nur eine ganze Folge mit bequatschen, wer dabei war. Ich ziehe nochmal 2, 3 Leute. Outway, nee. Outway. Dann haben wir noch hier die Marcy. Die Marcy, warte mal. Die Marcy, du hast doch letztes Mal was unter dem YouTube-Video von mir geschrieben. Hast gefragt bezüglich der Livestreams, wann welche nochmal kommen würden. Ja, ich weiß es nicht, ne, die Marcy. Ich weiß es nicht. Es ist ein schwieriges Thema. Ich bin in der Erfindungsphase. Aber dazu würde es noch Ende des Jahres halt wirklich noch ein Video geben, wo ich auch nochmal drauf eingehe, in welcher Miserie ich stecke und wie das so in der Zukunft weitergehen wird. Also hoffentlich weitergehen wird. So, was haben wir noch hier? Alice Catrate haben wir auch noch am Start. So, noch 2 Leute. Dann vielleicht am Schluss noch ein paar Leute vorlesen. Lord Ickzorn. Ne, Lord Ickzorn. So war es richtig ausgesprochen. So, noch eine Person und den Rest lese ich ganz zum Schluss vor. Melitus Lux. Ja, kenne ich natürlich. Ihr natürlich auch. So, letzte Person vorerst. Und wen haben wir hier? Sir Heathcliffs. Ja, meine Güte. Also, ihr kennt auf jeden Fall die Namen. Sind euch bekannt. Und die Leute, die ich gerade vorgelesen habe und die Leute, die ich auch später am Ende der Folge nochmal vorlesen werde, ganz persönlich, schreibt doch mal in die Kommentare, wer von euch schaut sich überhaupt noch die Videos an nach einem Jahr. Ja, seid ihr noch fleißig am Start, selbst am Spielen oder spielt ihr gar nicht mehr, aber wollt trotzdem ein bisschen up to date sein und gucken wir so ein bisschen zu. Wie gesagt, meldet euch mal. Meldet euch in den Kommentaren, würde mich freuen. So, aber das dazu, ein bisschen in der Vergangenheit waren wir nun hängen geblieben, aber jetzt geht es natürlich weiter in der Gegenwart. Ja, und wie schon erwähnt,
kurzes Schlückchen nehmen. Wir sind also jetzt hier beim Sternenlichtfest 2017. Und dies ist dieses Jahr vom 15.12.2017 bis zum 31.12.2017 spielbar. Und ja, ich bin gespannt, was es auch für eine Belohnung geben wird und wie es von der Story sein wird. So richtig in Erinnerung habe ich es nicht mehr, wie es letztes Jahr war. Ich habe mir nur halt mal die Livestream-Folge vom 17.12.2016 mal angeschaut und da war die Überschrift irgendwas mit Streich, weihnachtlicher Streich. Aber ob das jetzt daran anknüpft, ich habe keine Ahnung. Ja, wir werden es einfach mal loslegen. Ja, und was fällt auf? Irgendwie ist auf jeden Fall was neu. Jetzt nicht die Deko grundsätzlich hier, den ganzen Klimbim, sondern ich sehe vor mir so einen Bären. Ja, und der sieht so ein bisschen... Warte, ich muss mal ein bisschen ranzoomen. Also, die Interface mal kurz ausblenden. Was ist mit dem los? Ist das hier ein Tanzbär? Ich weiß ja nicht. Also wir sind hier im Jahr 2017 und ich habe da erst noch vor ein paar Monaten was gelesen, dass in dem ältesten Zirkus, also Real-Life bedingt, Zirkus, wurde auch jetzt das letzte Tier sozusagen in Ruhestand geschickt. Das ist ja auch so eine heiße Diskussion, ne? Also Tiere in Zirkus, Ja, und jetzt habe ich einen Tanzbär vor mir. Ich weiß ja nicht, ob das so in die Zeit reinpasst und was ein Tanzbär mit einem Weihnachtsoutfit mit Weihnachts zu tun hat. Ich habe keine Ahnung. Also ich persönlich habe keine Deko bei mir rumstehen, ein Tanzbär. Aber gut, ist mal was Neues. Bin gespannt, was es damit auf sich hat. Daneben haben wir jetzt hier noch einen kleinen Lalafell. Ja, das ist jetzt also nichts Neues. Also das kennen wir ja schon. Ist ja auch kein Tier. Aber ist ja, ne, kennen wir ja. Also kleiner süßer Lalafell, der darf nicht fehlen. So, was haben wir hier? Ein paar Agro-Kinder. Ja, okay. Die beschmeißen sich mit Schneebällen ins Gesicht. Okay. Ja, also die haben Spaß. Mhm. Das sieht sehr schön aus. Ja, Menschenskinder, ne. Ein Jahr wieder vergangen. Also wirklich die Zeit. Ach, wo ist die Zeit bloß geblieben? So, was haben wir jetzt hier? So, und hier sagt noch jemand, sind die Bären gefährlich? Naja, also der Bär sieht ziemlich ungefährlich aus. Aber man weiß ja nie, ne? Also der Bär winkt uns sogar entgegen. Also unglaublich. Kitschiger geht's wohl nicht, oder? Ja, der arme Bär. Na gut, was haben wir noch hier? Sternlichtverwalter. Mhm. Und der Sternlichtverwalter sagt folgendes. Frohes Fest! Als Verwalter des Sternlichtfestkomitees stehe ich dir gerne Rede und Antwort. Was möchtest du über das Sternlichtfest wissen? Naja, worum geht's überhaupt hier? Erzähl mal. Naja, dies begab sich zu einer Zeit, als die Stadtstaaten in einen bitteren Krieg verwickelt waren. Um ihren Hunger und die bittere Kälte zu vergessen, begannen die armen Waisenkinder in Ishgard, die Sterne am Himmelszelt zu zählen. Ishgarder Ritter hatten Mitleid mit den Kindern und gewährten ihnen Zuflucht in ihrer Kaserne. Das war streng verboten, also hüllten sie die Kinder in ihre Mäntel und schmuggelten sie heimlich ins Warme. Dieser Akt der Nächstenliebe schlug hohe Wellen im ganzen Reich und so machten sich die Bewohner zur Angewohnheit, in der Winterzeit das Sternenlichtfest zu begehen und den Kindern mit Geschenken von den Sternen kleine Freude zu bereiten. Im Laufe der Jahre gab es ein paar kleine Änderungen bei den Feierlichkeiten. Der Kommandant der gütigen Ritter mit seinem schneeweißen Bart wurde als Heiliger von Numeria bekannt. Und die Kinder glauben, dass er ihre Hoffnung und Gebete direkt zu ihrer Göttin trägt. Die in Rot gekleideten Ritter wohnen zu den kleinen Helfern der Heiligen. Sie werden besonders von den Jüngeren innig geliebt, da es ihre Rolle ist, die Geschenke an Kinder zu verteilen, die einen Brief an Mia geschrieben haben. Aha. Ich kann mich grob erinnern. Das war das aber letztes Jahr gewesen. Mit dieser Kaserne oder das Jahr schon davor. Ich mache ja schon seit Release von Final Fantasy 14 seit dem Jahr 2013. Ich glaube 2013. Ja, seit dem Jahr 2013 zelebriere ich also jedes Event hier im Spiel Final Fantasy 14. Und ich kann mich da grob an ein Event erinnern, wo wir wirklich in so einer Kaserne waren. Das war ein Altkreuzgang gewesen, glaube ich, oder? Und da haben wir irgendwie... Oder war das ein Waisenhaus? War das ein Waisenhaus gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Ah,
Entweder letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich weiß echt nicht mehr. Aber gut zu wissen, dass man hier beim Sternlicht-Festverwalter noch ein paar Background-Info bekommt. So, was haben wir jetzt hier? Ein kleines Helferlein. Aha, okay, hier gibt es die klassischen Belohnungen. Oh ja, ein bisschen zum Naschen. Ein Schneekuchen. Prinzesschenpudding. Sternlichtstollen. Oh, lecker. Sternlichtstamm. Aha. Holoprisma. Aha, okay, also ein bisschen Feuerwerk. Sehr gut. Was haben wir hier? Notenrolle von Starlit Gateway. Oh, Gateway. Ist das neu? Hm, freut mich. Dann wieder Sternlicht-Festplakat. Dann Sternlicht-Kuchenset, Sternlicht-Eintopfset und ein kleiner Sternlicht-Baum. Ja, Tampon gab es auch schon als Deko. Den habe ich sogar noch. Im Keller stehen bei mir. Also jetzt hier in-game. In meiner Bank, bei meinen Gehilfen, eher gesagt. So, was haben wir hier? Aha, aha. Okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ist jetzt auch echt tote Hose, ne? Das liegt nicht daran, dass das Event nicht heiß begehrt ist. Das liegt, glaube ich, eher an der Uhrzeit. Für die Leute, die ganz, ganz genau zuschauen, die sehen auch hier rechts oben, wir haben 1.54 Uhr. Also nachts. Also jetzt nicht EOSEA-Zeit. Also schon Ortszeit. Also beides, EOSEA-Zeit und Ortszeit. Ist es jetzt 1.54 Uhr. Oder? Ne, warte mal. Uhrzeit ist rechts. Doch, 1.55 Uhr haben wir. Fast gleich, guck mal. EOSEA Time 1.46 Uhr und Real Life Time 1.55 Uhr. Ja, also wir haben 1.55 Uhr nachts gerade. Da habe ich mir gedacht, komm, nutze mal die ruhige Zeit und nimm es mal auf. So. Gut, also ist hier tote Hose. Aber gut, nicht zu allzu sehr überlaufen. Das heißt, man kann es hier wirklich mal für sich zelebrieren. So, was haben wir hier? Ja, schön. Deko, Deko, Deko. Sehr schön, sehr schön. Muss alles dokumentiert werden. So, und hier sind wir bei der werten Dame mit einem weiteren Bärchen. Was ist denn los? Ist das hier eine ganze Bärenfamilie? Und der klatscht auch so ein bisschen. Ach, komm, ey, Leute, guckt euch das mal an. Also, ich weiß nicht, guckt euch mal den Bären an. Guck mal, wie der klatscht. Also, ein klatschender Bär zu Weihnachten, Leute, muss das sein? Oh, irgendwie habe ich gerade Mitleid. Guck mal, wie der lacht und grinst und so tut, als würde er glücklich sein. Ich weiß ja nicht. Naja gut, okay. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Also, wir haben hier die... Wie heißt die denn? Garini. Ich nenne sie mal die Mrs. Garini. So. Und die hat folgende Quest für uns. Die Garini. Ab Stufe 15 gibt es die Quest Sternenlicht und Bärentanz. Es gibt ein bisschen Vergütung 3360 Routine und ein bisschen Guild 455. Das freut mich sehr. Und wir nehmen die Quest einfach mal an und schauen, was es mit den Bären auf sich hat. So, und Miss Garinay sagt folgendes. Sirena Liebes, endlich sehen wir uns wieder. Ein glückseliges Sternlichtfest wünsche ich dir. Du hast bestimmt schon geahnt, dass dieses Jahr wieder deine Hilfe gefragt ist. Ja, es war abzusehen. Oh, wie schön ist es doch, das alljährliche Funkeln des Sternlichtfestes. Besonders die Kleinen erfreuen sich daran und wir Komiteemitglieder geben unser Bestes, ihnen ein unvergessliches Fest zu bereiten. Doch irgendein kaltherziger Schuft hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat einen Teil des Festschmucks gestohlen. Jetzt suchen alle wie wild nach dem Dieb. Und wir kommen mit dem Festvorbereitung kaum voran. Kannst du uns bitte helfen? Ja, mache ich. Ja, tausend Dank. Dann melde dich bitte sogleich bei Ben Falt auf Gut Zwiebelsgrund. Er wird dir genau erklären, worum es geht. Viel Erfolg und ein frohes Fest. Okay. Na, wer ist denn so hinterlistig und klaut Deko? Also Weihnachtsdeko. Also entweder hat das wirklich nötig, oder das ist eine fiese Möb. Mal schauen. So, okay. Das heißt, wir gehen mal hier zu Simpkin. Aber da müssen wir gar nicht hin. Auf Gut Zwiebelsgrund. Nee, Simpkin, da müssen wir nicht hin. Der Zorne Quest für mich. Nee, da wollen wir nicht hin. Gut Zwiebelsgrund ist woanders. So, einmal dorthin teleportieren. Was habe ich jetzt hier?
ein Teleport-Ticket. Besitz 46, verbrauchen und gebührenfrei teleportieren. Hä? Woher habe ich denn die Tickets? Warte mal kurz. Und wo sind die überhaupt? Tickets 46. Ach so, ja, stimmt. Die habe ich auch noch bekommen als Zusatz-Goodie für den Cumulus. Für die Cumulus-Wolke. Da gab es auch noch diese Teleport-Tickets. Als kleines Goodie. Okay, gut. Also. Gut, Wieselsgrund. Hier sieht es jetzt nicht so weihnachtlich aus. Aber gut, auf geht's. Mal gucken, ob wir hier den... Wow. Was ist denn hier los? Leute. Die Welt wird von Bären überrannt. Was haben wir hier? Ich finde es auf einer Seite, muss ich sagen, etwas so ein bisschen süß, aber auch auf einer Seite so ein bisschen zu viel des Guten. Weiß nicht. Wen haben wir hier? Links haben wir Ferkat. Ferkat. Dann haben wir in der Mitte Kochab und Polaris. Können die auch reden, die Bären? Nee, also Gott sei Dank. Also das wäre strange. Also wenn die Bären jetzt noch reden könnten, das wäre krass. Aber Ferkat sagt Fieb. Oh. Und Kochab sagt Roh. Okay. Und Polaris sagt Grrr. Ja. Okay. Mal gucken, was damit auf sich hat. Also, wir quatschen mal mit Bienenfeld. Jetzt bin ich gespannt. Und Bienenfeld sagt Folgendes: Ja, ich weiß, ihr habt fleißig geübt, aber ohne Reiter wird das nichts. Wie Reiter? Sind das Mounts? Und Bärenfeld sagt: Oh, Sarina, lange nicht gesehen. Bei der Sache mit der Sternlichtglocke warst du uns eine große Hilfe. Was führt dich heute hierher? Naja, deine Chefin oder Kollegin hat mir gesagt, dass da jemand irgendwie Deko klaut und ich soll helfen. Das geht gar nicht. Ah, verstehe. Miss Gennery hat dich zu mir geschickt? Sehr gut. Dann hat sie dir bestimmt auch erzählt, dass der Festschmuck gestohlen wurde. Eine ganz schlimme Geschichte, sag ich dir. Die Kinder hatten sich so viel Mühe gegeben, den Schmuck anzubringen. Und heute Morgen war er plötzlich verschwunden. Jetzt sind die Kinder total traurig. Wir suchen schon den ganzen Tag lang nach dem Dieb. Aber bisher fehlt jede Spur. Solange das nicht geklärt ist, können wir uns nicht auf die Festvorbereitung konzentrieren. Aber ich hoffe, dass wir mit deiner Hilfe wenigstens die Kinder aufheitern können. Okay. Polaris grummelt im Hintergrund. Schon ganz ungeduldig. Schon gut, Junge, beruhig dich. Das harte Training war bestimmt nicht umsonst. Die Kinder werden begeistert sein. Ja, wie jetzt? Die dienen einfach nur zur Bespaßung oder was los? Nee, Leute. Kein Tanzbär oder kein Reitbär. Ich weiß nicht. Und Bienenfeld sagt, warum guckst du so überrascht? Hast du den Bären etwa nicht verstanden? Er hat gesagt, das wird doch nichts. Die Abenteurerin sieht ja ganz nett aus, aber kennt sie sich auch mit Bärenkunststücken aus? Klar, oder? Mal kurz. Bärenfeld, hast du irgendwelche Kräuter zu Weihnachten konsumiert? Oder warum kannst du verstehen, was der Bär dir sagt? Ich bin gerade doppelt verstört. Also jetzt spricht der Bär schon zu ihm. Oh mein Gott. Der hat wohl zu viel Lebkuchen gefuttert. Und Bärenfeld sagt, nun ja, vielleicht sollte ich dir zuerst erklären, worum es geht. Ja, das wird helfen. Also pass auf. Diese drei Bären haben extra für das Sternlichtfest ein neues Kunststück mit Sternenkrallen, Knallern geübt. Nicht Krallen, okay. Uns fehlt nur noch eine geschickte Reiterin, die den Bären an die richtige Stelle lenkt und den Befehl zum Wurf gibt. Traust du dir das zu? Also grundsätzlich traue ich mir das zu. Nur ich weiß nicht, ob das aus moralischen Gründen ich machen sollte. Das ist nicht gut. Wow! Was ist denn jetzt los? Hat der Bär gerade ein Geschenk auf mich geschmissen? Jetzt geht's aber los hier.
Und Bärenfeld sagt, klasse, dann such dir einen Bären aus. Polaris, Kochab oder Ferkat. Sie beherrschen das Kunststück alle gleich gut. Sie sind nur unterschiedlich groß. Alles echt dein Ernst, ne? Jetzt soll ich auf Bären reiten und den Kunststücke beibringen oder zumindest vollziehen. Oh nee, Leute. Na gut, eigentlich darf ich ja gar nicht so laut schreien und sagen, das geht gar nicht, ne? Denn wenn ich jetzt mal genau drüber nachdenke, ich schau mal kurz unter Reittierverzeichnis, ich habe ja schon einen Bären. Oh, da habe ich mir jetzt was reingeritten. Ha, im wahrsten Sinne des Wortes. Einen Kriegsbären habe ich ja schon, ne? Hier, Kriegsbär. Das war ja durch die Kriegergeschichte. Durch die Kriegerklasse kann man auch diesen Kriegsbär bekommen. Und das ist auch das einzige Bärenmount, was ich habe, soweit ich weiß, ne? Ich guck mal kurz durch, habe ja schon ein paar Mounts. Nö. Also ich glaube, das ist wirklich das einzige. Ja, okay, ich nehme es zurück. Auf dem Bärenreiten, ja, ist vielleicht nicht ultimativ geil, ja. Aber es macht einen Unterschied, auf einem Kriegsbären zu reiten und auf einem Bären zu reiten, der nur für weihnachtliche Zwecke missbraucht wurde. Und dann auch relativ albern ausschaut. Also mit einer Mütze auf dem Kopf. Ich weiß nicht. Aber gut, vielleicht bin ich ja wieder ein bisschen zu spießig, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht so, wie das mit Weihnachten zusammenpassen soll. Aber gut, egal. Wir lassen das im Außen vor und müssen uns also jetzt entscheiden, welchen Bären wir uns jetzt mir ja, aussuchen. Also wenn ich jetzt vom Namen her gehen würde, wäre Polaris so wenigstens noch sehr passend zum weihnachtlichen Event. Ne? So Polaris, Polarluft, kalt, was hier Ferkat und Kochab. Ich meine, Kochab wäre lustig, aber ich glaube, ich nehme Polaris. Also nicht, weil er der Größte ist, sondern weil es ein bisschen zum Thema passt. So, Polaris, was denkst du? Können wir zusammen arbeiten? Ist das okay? Oder frisst du mich auf? Na komm, wir probieren mal. Wie jetzt? Und jetzt sagt mir mein Tooltip, dieser Bär ist zu groß? Wie gemein ist denn das? Da wird ja einfach vorgegaukelt, such dir einen Bären aus, du hast die freie Entscheidungsgewalt und jetzt sagt er mir, der ist zu groß? Ja, das liegt an meiner Rasse. Das ist ein bisschen diskriminierend. Ist natürlich klar, dass so Ladafels dürfen nur Faircut nehmen, weil der kleinste ist. Dann darf ich wahrscheinlich Koch abnehmen, wa? Ja. Ist ja fantastisch. Ich liebe diese Entscheidungsfreiheit, diese vorgegaukelte Entscheidungsfreiheit im Spiel Final Fantasy 14. Ganz ehrlich, ihr wisst genau, was ich meine. Ihr habt das schon oft gebekriddelt, besonders auch bei den Jobklassen-Quests. Da wird dir gesagt, hier, du hast zwei verschiedene Antwortmöglichkeiten, aber im Endeffekt geht die Reise trotzdem in eine Richtung. Leute, Final Fantasy, Leute, ne? Ihr entwickelt das ja schon seit ein paar Jahren. Was echt geiler wäre, wenn eine Entscheidung, die auch Konsequenzen hat, egal in welche Richtung es geht. Und nicht wieder alles, ne, wisst ihr, auf eine Schiene gerät. Aber egal. Ich möchte mich jetzt nicht aufregen. Ich bin in weihnachtlicher Final Fantasy Stimmung. Ja, ich bin voll drin. Und deshalb werde ich wahrscheinlich auch jetzt nur Koch abnehmen können. Hier. So, dieser Bär ist genau richtig. Ach was, welch ein Zufall. So. Und nu. Was muss ich machen? Ja, okay. Knuffi sieht ja schon aus. Darf man nichts sagen. Ich sehe es kommen. Am Anfang rieche ich mich drüber auf. Über den Bären, der einfach nur kitschig ausschaut. Und hinten raus werde ich das Ding wahrscheinlich das ganze Jahr reiten. Besonders im PvP. Wenn es das als Mount gibt. Das wäre episch. Also so just for fun. Egal. So, und Kochab spricht zwar nicht zu mir und grölt mich nur an. Und Bienenfeld sagt, er sagt, dann lasst uns die Kinder mal zum Lachen bringen, Abenteuren. Siehst du die wilden Entschlossenheit in seinen Augen? Naja, eher die... Ein knuffiges Grinsen. So. Ich sehe schon, ihr zwei Hübschen seid ein tolles Team. Dann kann ich ja weiter nach dem Dieb suchen. Und ihr beiden tretet leider nicht auf. Aber ihr könnt ja mir bei der Suche helfen. Wer wir den Schmuck finden. Naja, macht das die Kinder auch glücklich. Los geht's. Wow. Die drei Bären. Lasst die Sternenknaller knallen und zaubert ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder. Ich gebe mein Bestes. So, wo bin ich jetzt hier? Oh, ach da. Ich bin ernsthaft auf dem Bären.
Na gut, solange er nicht tanzen kann als Special Emote, dann geht's. Aber wenn das jetzt gleich zum Tanzbär mutiert, dann wäre es übel. So, was kann ich jetzt hier? Sternenknaller. Zünde einen Sternenknaller. Okay, warte mal. Wie schaut er denn aus? Okay, wäre lustig, wenn man das generell dann auch später machen könnte. Also mit Geschenken rumschmeißen. Gut, also er mutiert aktuell nicht zum Tanzbär, damit kann ich leben. So, guck mal. Wo muss ich jetzt hier hin? Was habe ich hier gerade für ein Interface an? Warte mal, Layout, Helfer, Kommandomenü. Okay, naja, lassen wir es einfach mal so. Wo muss ich jetzt hin? Hoppala. Zielort. Na komm, dann schmeißen wir mal Geschenke hin. Mal gucken, wie die Kinder reagieren. Zack. Und ein überraschter Junge sagt, oh, wie toll, dass ein Bär sowas kann. Danke, lieber Bär, danke, liebe Abenteurerin. Bitte zeig das Kunststück auch dem kleinen Taff drüben bei dem Schokobo-Stellen. Er ist so traurig. Wow. Ja, wenn man so leicht Kinder beglücken kann, dann mache ich das doch. Einfach mal Geschenke auf Kinder schmeißen. Herrlich. Fantastisch. Wollte ich schon mal machen. So. Taff. Oh nein, wir sind nicht bei Pro7. So. Taff. Okay, schmeißen wir mal auf Taff auch noch ein Geschenk drauf. Hier, nimm das. Bam. Und Taff sagt, ja, ein tolles Kunststück. Wirklich, vielen Dank. Ja. Willst du mich trösten? Das ist lieb von dir, Bär. Tut mir leid, ich bin einfach nicht gut drauf. Mir hört ja doch keiner zu. Oder du vielleicht? Ich erzähl's dir. Wenn du mich nicht eine Lügnerin nennst. Okay. Da rennt der Bär direkt mal weg. Der hat keine Lust auf die Story. Okay. Gut. Ich spreche mal mit dem knatschigen Taff. Und Taff sagt folgendes. Du willst mir wirklich zuhören? Also gut. Ich vertraue dir. Du hast doch bestimmt gehört, dass der Festschmuck geklaut wurde, oder? Ich hab den Dieb gesehen. Aber als ich das den Erwachsenen erzählt habe, meinten sie nur, ich spinne. Niemand hat mir geglaubt. Das ist voll unfair. Ich bin kein Lügner. Du glaubst mir doch, oder? Du bist nicht wie die anderen. Ich sag dir, was ich gesehen habe, und dann schnappst du dir den Dieb. Wir haben uns so viel Mühe mit dem Schmuck gegeben. Bitte, bitte bring ihn zurück. Okay, mach ich. Dann pack mal aus. Wer ist denn der Dieb? Also ein Bär ist es glaube ich nicht. Dafür sehen die Bären einfach zu cute aus. Aber mal schauen. So, wir hat Stufe 15. Bären und Diebe im Sternenlicht. Also Bären und Diebe. Das heißt, die Bären sind es glaube ich nicht. Was haben wir als Belohnung? Ein bisschen Routine. 3360 Routine. Und es gibt Sternenlicht-Bärhorn. Nee. Die Bären, die ich gerade geritten habe, oder diesen Bär, den gibt es als Mount? Na, okay. Why not? Auf geht's. So, und Taff sagt folgendes. Du holst unseren Festschmuck zurück, ja? Danke, Abenteuerin. Da kommt direkt alle an. Und Bärfeld sagt folgendes. Koch ab, kam zu mir und führte mich hierher. Er meinte, es wäre wichtig, also habe ich die Suche nach dem Dieb unterbrochen. Was ist passiert? Naja, ja, der kleine junge Mann hat einen Hinweis. Wie bitte? Der kleine Bengel will den Dieb gesehen haben? Ja, das habe ich. Es war ein Sternenlichtbaum. Er hat den Festschmuck abgemacht und sich selbst umgehängt. What? Was? Wie bitte? Ein Sternenlichtbaum hat sich selbst dekoriert? Na, das wäre mal der Wahnsinn. Haha, jetzt mach mal halblang, Kleiner. Sternlichtbäume können sich doch nicht bewegen, geschweige denn Sachen klauen. Also ganz ehrlich, Bärfell, ne? Halt mal den Ball flach, ganz ehrlich. Du sagst hier, hast mir eben verklickern wollen, dass du mit Bären reden kannst. Dann kann der kleine Taff auch behaupten, der seinen Tannenbaum was klauen gesehen hat. Weißt du? Also ganz ruhig hier, Kollege. Du Bärenflüsterer. Die glaube ich auch kein Wort. Da glaube ich dem kleinen Taff mehr. Das wollte ich mal kurz am Rande erwähnen. So, weiter geht's.
So, und Bärfeld sagte, stimmt doch, oder? Nee, ich glaub den Taff. Wie bitte? Also, was antwortest du? Entweder Taff sagt die Wahrheit oder Taff schwindelt. Nee, ganz ehrlich. Ich glaube dem Taff mehr als dir. So. Er sagt die Wahrheit. Immerhin befinden wir uns ja auch im Spiel Final Fantasy. Da kann alles passieren. So, und Taff sagt, du glaubst mir? Ich wusste, dass du nicht wie die anderen Erwachsenen bist. Es war wirklich ein Sternlichtbaum, ich schwöre es. Und Bärfeld sagt, immer schön mit der Ruhe, Kleiner. Vielleicht hast du dich im Dunkeln verguckt? Und da spricht ein unbekannter Mensch im Hintergrund. Ho, ho, ho! Dieser schlaue Junge spricht die Wahrheit. Nee, nicht Gottbert. Ich rast aus. Der kommt auch immer an. Und Bärfeld sagt, Gottbert, unser ehrenwerter Gast zum Sternenlichtfest. Und Heiliger von Nymaya sagt, ich bin nur ein unumherwandender Pilger. Doch ich kann die Aussage des Jungen bezeugen, denn auch ich habe die Tat beobachtet. Abenteurerin, du kannst dir vielleicht vorstellen, wie das ist. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Naja, entweder der Dieb war ein Baumschrat oder der Täter war ein Sternlichtbaum. Also ich muss sagen, ich fände beide Varianten sehr lustig. Also Baumschrat kennen wir hier, ne? In Gridania-Bereich. Das sind die Akrobäume, die recht groß sind. Wäre lustig, wenn die einfach sich verklauen an Deko, weil sie enttäuscht sind, dass sie nicht dekoriert werden. Hingegen so ein Sternlichtbaum, wäre auch lustig. Aber ich glaube, naheliegender wäre ein Baumschrat. Da wir auch gerade hier so in der Gegend sind. Der Dieb war ein Baumschrat. Und der Heilige von Nymaya sagt, ganz genau, der Dieb, den der Junge beobachtet hat, war ein ganz gewöhnlicher Baumschrat, der sich selbst mit dem Festschmuck schmücken wollte. Und Bärfeld sagt folgendes, ist das euer Ernst? Ein Baumschrat? Naja, wenn ich mir einen Baumschrat mit ganz viel Festschmuck vorstelle, sieht er vielleicht ein bisschen wie ein Sternlichtbaum aus. Und der Heilige von Nymaya sagt, das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Ich habe nicht nur einen diebischen Schrat gesehen, sondern viele. Eine ganze Bande. Sie haben sich geschmückt und dann sind sie nach Süden gewankt. Ich dachte daran, sie gleich an Ort und Stelle niederzuhacken. Aber dabei hätte ich zweifellos auch den Festschmuck zerstört. Deshalb habe ich beschlossen, zunächst euch Bescheid zu sagen. Und Bärfeld sagt folgendes, es wird nicht leicht sein, die Diebe zu bewältigen, ohne den Schmuck zu beschädigen. Wie sollen wir das anstellen? Und Polaris, unser grummeliger Bär, sagt, grrr. Jetzt kommt der Dolmetscher wieder. Bärfeld sagt folgendes, du sagst also, wenn wir die Schrate mit dem Sternenknaller betäuben, können wir ihnen Schmuck unbeschädigt abnehmen. Ein Versuch ist es wert. Und Bärfeld sagt auch noch, dafür müssen wir aber erst einmal diese finden. Wenn sie nach Süden geflohen sind, müssen sie an Galvas Wachturm vorbeigekommen sein. Ich gehe mit Koch ab vor und rede mit der Wache an Galvas Wachturm. Folge uns, sobald du kannst. Okay. Und der Heilige von Nymaya sagt, ho, 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 das ist ein Plan nach meinem Geschmack. Los, Abenteurerin, schnappt dir die knorkigen Diebe. Heiz ihn mit den Knallern ein und hol den Schmuck der Kinder zurück. Gut, machen wir gerne. Finde ich aber auch lustig. Also dekorierte Schrate. Wie ist die Mehrzahl von Baumschrat? Baumschräte. Keine Ahnung. Aber das sieht lustig aus, glaube ich. Gucken wir mal genauer an. Da bin ich ja schon mal sehr neugierig. Die waren wahrscheinlich eifersüchtig. Die haben nicht gedacht, nee, ganz ehrlich, ich stehe Weihnachten immer nur dumm rum und habe nichts vom Weihnachtsfest und dann muss ich mich selbst dekorieren. Also sehr lustiger Ansatz. So. Da sind wir beim Wachturm mit Bärenfeld und der sagt folgendes, die Wache hat uns Vermutungen bestätigt. Die Baumschrate kamen hier vorbei und gingen in Richtung Spiegelseesteg.
Die Bären stehen schon bereit und warten auf deinen Einsatz. Sprich mit dem Bärenbändiger, sobald du die Baumschrate aufgespürt hast. Sie wird Kochab für dich rufen. Steig auf den Bären und beschieße die Baumschrate mit den Sternenknallern. Sobald sie betäubt sind, nehmen wir ihnen den Schmuck ab. Hoffentlich schließen sich noch ein paar andere Abenteuer unserer Sache an. Wir müssen alle Geschütze auffahren, um den Festschmuck zu retten und die Kinder diesen zurückzubringen. Okay, also Baumschrate ist die Mehrzahl. So, auf geht es. Ist mir richtig? Ja. Also am Spiegelseesteg mit dem Bärenbändiger sprechen. Das machen wir. So, auf geht es. So, und der Bärenbändiger sagt folgendes: Bärfeld hat mir den Plan erklärt. Kochab steht schon bereit. Viel Glück. So, was muss ich machen? Knurrige Diebe. Abschließen. Ich bin nur richtig. Hallo. Winken wir mal euch entgegen, ja. Hier. Einmal da winken, einmal da. Also es ist selbst um die Uhrzeit. Ja, da tritt man der Gruppe bei. Selbst zu dieser Uhrzeit sind also nur Leute unterwegs. Der Wahnsinn. Knaller. Ja, dann warten wir mal hier, wa? Ja, da muss ich mich verbeugen. Da werde ich gelobt. Oh, hallo, sagt Salty Cyrus. Wo ist denn Salty Cyrus? Sehe ich nicht. Salty Cyrus schreibt gerade, oh, hallo. Ja, hallo. Ja, was machen wir hier? Also, wir warten auf einen Fade. Wir warten also, bis es losgeht mit unseren drei Bären. Wir sind also hier wieder mit unseren drei Bären am Start. Ist ja unglaublich lustig. Sind das so verschiedene Größen? Ich muss mal kurz dazwischen stellen. Nee, die sind gleich groß. Das passt hier. Die drei Bären im Wald. Ja, ich muss sagen, von der Story her ist es eigentlich recht lustig. Ja. Warum ich jetzt unbedingt mit den Bären jetzt rumreite und so einen Baumschrat ablenken muss, ist eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich mit den Bäumchen hier, die einfach die Deko klauen, den kleinen Kindern, finde ich schon sehr amüsant. Also nicht für die Kinder, sondern einfach nur so von der Story. Ist mal was ganz anderes. So, warte kurz mal auf den Chat drauf antworten. Noch im Faden. Ja, bin ich. Hier, Salty Cyrus scheint nicht am Start zu sein. Der ist irgendwo anders. Na gut, stehen wir hier im Wald rum. Und sonst so, wie geht's euch so? Ich kann ja mal die Zeit nutzen, um euch mal zu fragen da draußen. Wie findet ihr das so, das Event? Ihr habt es eigentlich auch schon alle gemacht, zumindest alle aktiven Final Fantasy 14 Spieler. Für mich ist es echt nicht das erste Event. Ich habe ja jetzt alles durchgerappelt. Ja? Also jedes Event habe ich mitgenommen bis jetzt. Und bis jetzt wurde ich auch nie eigentlich so enttäuscht. Es gab Events, die waren sehr zeitaufwendig. Es gab auch Events, die sind recht zügig gegangen. Man muss auch sagen, speziell die saisonalen Events, ob das jetzt ein Halloween-Event ist, was ja auch erst vor ein paar Monaten war, oder auch ein Weihnachts-Event, das sind also eher so kompakte Events, die kann man schnell absolvieren. Hingegen so Events, die im Sommerbereich stattfinden, speziell auch mit dem Yo-Kai Watch-Event, das werde ich nie wieder vergessen. Das Yo-Kai Watch-Event, das hat sich so gezogen. Wobei das ja auch kein saisonales Event war, sondern eher so ein Special-Event. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich recht zufrieden, so wie es jetzt so ist. Also auch von meinem eigenen persönlichen Zeitmanagement kommt mir das sehr entgegen, dass es alles so knackig ist. Und auch von der Belohnung her muss ich sagen, ich bin ja sehr positiv überrascht, dass es ein neues Mount gibt. Ist auch nicht selbstverständlich. Beim letzten Halloween-Event, da gab es kein neues Mount. Ja, aber jetzt, warum nicht? Jetzt kriegen wir dann später einen Tanzbären. Kein Tanzbären. Will ich ja nicht. Also einen Bären, den wir hier so haben. Einen Nikolaus Weihnachtsmann-Bären. Oder wie heißt der überhaupt? Warte mal. Mal kurz schauen in der Quest. Quest. Machen wir die Quest. Bären und Diebe im Sternenlicht. Wo ist denn Bären da? Wie heißt der Bär? Achso, einfach nur Sternlichtbär. Okay. Gut, also kriegen wir nachher einen Sternlichtbär. Jetzt bin ich gespannt, wie lange wir jetzt hier auf Fate warten müssen. Naja, aber gut ist ja, dass man ab Stufe 15 schon absolvieren kann. Generell jedes Event, saisonale Event, ist ab Stufe 15.
damit auch die Leute, die auch hier sozusagen frisch ins Spiel reinkommen, auch die Möglichkeit haben, auch solche eine nette Belohnung zu bekommen. Wobei ich auch sagen muss, ich bin nicht nur jetzt hier recht erfreut darüber, dass es einen Bär gibt. Also die sind jetzt hier, solange nicht tanzen kann als Emote, das wäre lachhaft, das wäre kitschig, das wäre nicht angebracht. Aber so, ja, warum nicht? Als Alternative zum Kriegsbären, den ich schon habe, ist das nicht nett, ist das schon nicht schlecht. Aber worüber ich mich jetzt auch noch sehr freue, ist auf die Notenrolle. Haben wir schon gesehen, als Belohnung gibt es anscheinend auch eine Notenrolle. Die werde ich mir irgendwann auch einheimsen. Ich bin ja eh so ein Fan von der Musik hier im Spiel Final Fantasy XIV und generell von Final Fantasy Teilen. Ich liebe es. Ja, habe ja auch ein paar Soundtracks hier, also als CD. Und das sammle ich schon sehr gern. Ja, wie gesagt, ich stehe jetzt ein bisschen rum. Ich bin auch mal gespannt, wie lange die Quest dann noch gehen wird. Ich gehe davon aus, dass wir hoffentlich nur einmal jetzt hier diesen Fate machen müssen, um zumindest die Quest zu absolvieren, um dann mal diesen Fate nochmal ein paar Mal abzurappen, um sämtliche Belohnungen wie auch die Notenrolle zu erspielen. Ist die Frage auch, wie viele Goodies wir bekommen pro Fate, um diese eintauschen zu können. Tja, jetzt stehen wir hier rum, im Wald. In dem Wald, wo alles begonnen hat. Ja, ja. Na gut. Es scheint aber auch sehr begrenzt zu sein. Die anderen Fates, die haben wohl nichts mit Bären am Hut. Und nichts mit dem Event. Nee. Müssen wir hier warten. Okay, es gibt also nur einen Hotspot für dieses Event. Warte, wir können aber mal hier mit den Leuten mal chatten. Können wir schreiben hier. Ist das... Naja... Erster Fate. Na komm, werden wir ein bisschen mit den Leuten quatschen. Scheint jetzt nämlich auch ein paar Deutsch dabei zu sein. Zumindest hat er gerade eben Deutsch geschrieben. Der Salty, ja, ja. Das sind anscheinend hier. Salty Cyrus ist hier zumindest als deutschsprachige Person unterwegs hier. Da haben wir Yuki Kono auch noch am Start. Können wir ein bisschen stalken. Wen haben wir jetzt hier? Oh, guck dich mal hier. Yuki Kono hat auch hier im Suchkommentar so ein kleines Kettchen. Und auch sehr aktiv. Heidewitzka, guckt euch das mal an hier. Also sehr aktiver Spieler. Oh, jetzt geht's Feld los. Oh nee, das sind echt Baumschräte, Schrate. Geil. Und Schokomusik, das braucht die Welt. So, warte. Jetzt müssen wir den abwerfen. Auf geht's. Bleib stehen. Die müssen umhauen mit den Geschenken, ist der Wahnsinn. Und es ist unglaubliche Schokobo-Musik. Passt nicht so ganz, finde ich, zum Bärenthema, aber naja, egal. Na, bleib hier! Stehen! Bleib doch mal stehen, du Baumschrat! 10 Schaden, unglaublich. Und die haben sich echt die Deko umgezimmert, der Knaller. So, die müssen wir echt alle jetzt umhauen. Der zieht sich aber, ne? Also mit 10 Schaden pro Wurf. Na komm, einen hauen wir um hier. Einer schon down. Nächster. Das sind doch nur Level 8, die halten nicht auch viel aus. So, nächster mal auch. Aber ich muss sagen, ich bin auch gerade ein bisschen froh, dass hier nicht so viel los ist. Also stell dich mal vor, das macht ihr mal zu so einer Primetime hier, das Event. Mit, keine Ahnung, 20 Spielern oder so. Dann siehst du gar nichts mehr. Alter, Wahnsinn. Aber die Deko, die die oben haben, an am Bäumchen getackert, das sieht eher so von Weitem aus wie so Ostereier. Erst wenn man nah rangeht, sieht man, dass es Kugeln sind. So, was haben die denn da alles rumhängen? Guck, der ist Mann, der hat sogar Geschenke da drin. Der hat sich nicht nur die Deko geklaut, der Schrat, sondern hat auch Geschenke geklaut. Ne. In der Mitte des Baumes hat er Geschenke gebunkert. Da eine Kiste und Geschenkpapier. Hat sogar noch eine Nikolaus... Was hat da? Eine Socke hängen. Oh. Der Wahnsinn. Unglaublich. Also nicht nur die Deko klaut, sondern auch die Geschenke. Wobei, gut, die Geschenke waren wahrscheinlich auch schon Deko. Aber trotzdem. Einfach alles mitgehen gelassen. So, was haben wir jetzt hier? Den auch hier. Komm. Ist gar nicht so einfach, die zu treffen. Aber wir haben es geschafft. Und wir haben 2 Sternlichtpakete als Belohnung bekommen. Okay. Und nun fertig. Mit Taff sprechen. So, dann verabschieden wir es schon mal. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier nicht dauerhaft mit euch. Mir geht es ja zuerst mal um die Story darum. Das heißt, wir verlassen die Gruppe.
Vielleicht komme ich gleich nochmal, wenn ich hier die Aufnahme fertig habe. Mir geht es jetzt erstmal die Story mit euch, das durchzuballern. Dann muss ich immer schauen, wie viele Geschenkspakete ich wirklich brauche, um alle Gegenstände mir zu holen. Das war ich ja noch nicht. Muss ich mal gleich zusammen rechnen. So, das heißt, wir reiten jetzt hier mit unserem Sternlichtbär zurück zum Taff. Und werden mit dem nochmal quatschen. Und der hat es genau richtig gesehen. Er hat genau uns auf die richtige Spur gebracht. Das heißt, vielleicht können wir die nochmal doppelt belohnen. So, kriegt er direkt nochmal ein Geschenk von uns. So, auf geht es. Da sind wir also schon. Einmal abmounten. Und dann sprechen wir mit Taff. So, und Taff sagt Folgendes. Oh, da bist du ja. Wie lief es? Hast du die diebischen Schrate erwischt? Ja, kann man sagen. Mit meiner Bärenarmee. Und Bärenfell sagt, gut gemacht, Sarina. Und du natürlich auch, Korab. Dank euch konnten wir einen Großteil des festen Schmucks sicherstellen. Na, Taff, was hältst du davon? Und Taff sagt, danke, danke. Ich bin so froh, dass ich mit dir geredet habe. Ich werde allen meinen Freunden erzählen, was du getan hast. Bis bald, edle Heldin. Ach, wenn das schon eine Heldentat war. Naja. Du bist wie ein kleines Helferlein des Heiligen. Tja, schön. Ja, die Bären freuen sich auch ordentlich. Und da kommt noch die Nachricht. Du glaubst, er sagte, ich bin so froh, dass die Kinder wieder lachen und es war mir eine Ehre, mit dir auf meinem Rücken zu kämpfen. Jetzt höre ich auch schon Bärenstimmen. So weit ist es schon gekommen. Und Bärenfeld sagt, auch ich möchte mich bei dir bedanken. Jetzt können wir zusammen mit den Kindern den Schmuck erneut anbringen und das Sternlichtfest ist gerettet. Sehr schön. Einen Großteil der Baumschrate haben wir erwischt, aber ein paar sind entkommen. Falls du Zeit hast, kannst du uns helfen, sie zu stellen. Die Kinder freuen sich über jedes Stück Schmuck, das sie zurückbekommen. Und die drei hier freuen sich auch. Wow. Ja, und diese Musik. Diese Theatralik. Ah, ist das schön. Fantastisch. Und somit haben wir auch die Quest abgeschlossen. Ab Stufe 15 mit dem Namen Bären und Diebe im Sternenlicht. Tja, und noch eine Errungenschaft bekommen mit dem Namen Bärentanz. Nein, ich will nichts mit tanzenden Bären zu tun haben. Meine Güte. Aber trotzdem muss ich mal anschauen. So, was habe ich hier? Bärentanz, Errungenschaft, den saisonalen Auftrag Bären und Diebe im Sternlicht abgeschlossen. Das gab sogar 10 Punkte, sehr schön. Gibt zwar keinen Titel, aber ich habe dafür ein Sternenlicht-Bärhorn bekommen. Da haben wir es, das nutzen wir auch direkt mal. Dann schauen wir mal an, ob der Bär auch etwas kann. Ob der auch wirklich mit Geschenken auch noch jetzt rumschmeißen kann oder ob das jetzt nur fürs Event möglich war. Schauen wir mal. So, okay. Also der sieht genauso aus, wie auch schon während der Questline. Und der kann auch wirklich Geschenke schmeißen. Ja, das ist cool. Das finde ich schon... Ja. Ja. Also wie gesagt, solange jetzt hier nicht rumgetänzelt ist, ja. Also ich fände es wirklich komisch, wenn er zu Weihnachten dann irgendwie jetzt hier anstatt Sternknaller dann irgendwie Tanz den lustigen Bär-Emote hätte. Ja, das wäre fail, ne? Aber so, okay, Sternlichtknaller, warum nicht? Dann passt wenigstens auch noch wirklich zum Thema 1:1 bezüglich Geschenke, Verkleidung, Bär halt auch. Naja, ist halt die finale Fantasie. Da kann man ja alles reinknüppeln, was man will. Ist es hart an der Kitschgrenze, aber ist mal was anderes. Also ist auf jeden Fall was anderes. Und ja, ich werde es mal zurück teleportieren. Mit dem werde ich später ein bisschen rumreiten. Aber vorher werde ich mal kurz gucken, wie viele Belohnungen ich jetzt noch brauche durch die Fates, um wirklich alle Gegenstände mir holen zu können. Das heißt, wir gehen dafür mal nach Neugridania.
Und was mich auch mal interessieren würde, ob der Bär auch fliegen kann. Ne? Weil in der neuen Wildnis jetzt mal, ne, grundsätzlich, also nicht nur in Stormblood, sondern auch in Heavensward, kann man ja rumfliegen. Da würde mich interessieren, ob der auch fliegen kann. Warte mal. Oder ob das denn zu viel Fantasie wäre. Das müssen wir nochmal kurz schauen. Also der Kriegsbär zum Beispiel, der kann nur laufen, also nicht fliegen. Und der Sternlichtbär kann auch laufen, also auch nicht fliegen. Okay, passt. Also ein fliegender Bär, das wäre glaube ich auch wirklich zu sehr übertrieben. Das heißt, wir gehen mal zurück. Schauen kurz beim Händler, wie es ausschaut. Dann werde ich wahrscheinlich, glaube ich, nur abseits der Aufnahme noch ein paar Geschenke sammeln über die Fates. Um da auch alles am Start zu haben. Und dieses Event auch wieder abschließen zu können, vollends. So, hier schauen wir kurz bei der kleinen Helferin. Na gut, Buffwood brauche ich jetzt nicht hier, auch wenn es weihnachtlich ist. Ja, ein paar Böller brauche ich auch nicht unbedingt. Nice to have, also, ne, kann man mal vielleicht gebrauchen, aber jetzt nicht prioritätmäßig. Was haben wir hier? Kleiner Sternlichtbaum, kostet 2 Geschenke. Oder Pakete. Brauche ich, glaube ich, auch nicht. Also, wenn es jetzt kein anderer ist, den vom letzten Jahr habe ich noch. Sternlicht-Eintopfset brauche ich auch nicht, so ein Klimbim eigentlich, ne? Aber Sternlicht-Festplakat, das werde ich mir holen. Und die Notenrolle auf jeden Fall. Starlight, oder Starlit Gateway. Das holen wir schon mal. Das müssen wir uns mal einpacken. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch 2 Pakete für das Festplakat, auf jeden Fall. Das heißt, ein Fate noch machen. Dann nutzen wir mal die Notenrolle. Und weil ich ja so neugierig bin, die Musik, die wir jetzt gerade im Hintergrund hören, ist das die Musik, die ich als Notenrolle bekommen habe? Wäre naheliegend. Aber das müssen wir mal gucken. Dafür werden wir mal kurz zum eigenen Haus teleportieren. Dann schauen wir das auch mal kurz oder hören wir kurz rein. Ah, ich bin gespannt. Sehr gut. Und somit haben wir auch schon wieder das Event abgeschlossen. Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Ach, herrlich. So. Gut, dann gehen wir mal in unser kleines Häuschen rein. So. Ah ja, für die Leute, die mal besuchen kommen wollen, ne? Das ist auch mal offen mein Häuslein. Ich bin zwar nicht so oft hier in der Ecke, aber sollte ihr mal Interesse haben, mal in mein kleines Haus reinzuschauen. Kurze Information, ne? Also, mein Haus steht hier. Adresse Lavendelbeet, 7. Bezirk, Haus 24. Mit dem Grußwort Willkommen im YouTube Seed Movie Hauptquartier. Ja, also wenn ihr mal vorbeischauen wollt, mal gucken, wie es bei mir ausschaut. Ihr seid recht herzlich eingeladen. Die Türen stehen offen. Ist Tag der offenen Tür. Also kein Problem. So. Vom InDesign hat sich nicht viel getan. Ich habe da wirklich wenig rumgewerkelt. Das ist jetzt noch die Halloween-Musik. Gehen wir mal in einen kleinen Keller rein. Und dann schauen wir uns das mal an. So, zack, mal anmachen. Hoppala, auf geht's. Also, kurz mal gucken. Titel wählen. Saisonale Ereignisse. Starlit Gateway. Ah nee. Das ist Schokobo-Musik. Das ist die Musik vom Fate, als die wir gerade gehört haben. Okay. Warum Schokomusik jetzt zum Weihnachtsevent kommt, weiß ich nicht. Es ist ja auch 1:1 die gleiche Musik, oder? Wie beim Gold Sorcerin. Das ist ja nicht die, kein Remix zum Thema Weihnachten, oder? Nee. Hört sich ziemlich gleich an, oder? Oder sind ein paar Glocken mehr, ich weiß nicht. Naja, wie nochmal. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Ist das die Musik 1:1 vom Schokobo rennend in Gold Sorcer oder ist es doch ein bisschen gepimpte Musik hier mit Weihnachtsglöckchen? Das kann ich gerade schwer raushören. Aber ja, das zu dem Thema. Jetzt haben wir das Event mit abgerappelt. Ich gehe nochmal raus aus dem Haus. Ja, und dann würde ich mal sagen, das war es auch schon wieder gewesen. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Mir hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, die Quest war recht nett. Es war auch wirklich wieder was anderes. Das ist ja auch wichtig. Ist zwar nicht selbstverständlich, es gibt auch hier viele Events, auch in anderen Spielen, die sind immer nur 1:1. Da gibt es die gleiche Belohnung. Das ist gleich aufgebaut. Aber nein, hier im Spiel Final Fantasy XIV ist eigentlich immer alles irgendwie ein bisschen anders.
Natürlich, Deko bleibt Deko. Im Weihnachtsbaum muss halt zu Weihnachten stehen. Natürlich auch die Schneemänner. Das ist von Jahr zu Jahr immer gleich. Aber trotzdem, von der Story war es nett. Es war nett gemacht. Es war überraschend. Warum die Bären jetzt reingekommen sind, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hätten sie einfach einen Schneemann reinbringen sollen. Das wäre vielleicht nochmal lustiger gewesen. So ein Schneemann als Mount, wenn ich das gerade mal so sehe. Also vielleicht nächstes Jahr. Entwickler, ja, bitte. So ein Schneemann als Mount. Das wäre cool. Das wird sogar noch so mehr im Setting reinpassen als ein Bär. Aber gut, das ist wieder Meckern auf hohem Niveau. Vielleicht sagen die einen oder anderen wieder, nee, das ist auch geiler Shit, das braucht das Leben. Oder zumindest das brauche ich ingame. Warum nicht? Ist natürlich Geschmackssache. Aber nichtsdestotrotz, ich fand, es war ein tolles Event, hat mir eine Laune gemacht, mit euch zusammen das wieder zu bestreiten. Und sollte euch das gefallen haben, schreibt es in die Kommentare, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Und ich würde jetzt sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein frohes Fest mit der Familie. Kommt runter, lasst das Jahr 2017 mal ein bisschen Revue passieren. Was habt ihr schon alles gemacht, geschafft? Und ich meine jetzt nicht mal jetzt hier Ingame-Sachen. Ich rede jetzt mal ein bisschen Real Talk. Also was habt ihr schon im Jahr 2017 alles abgerappelt? Und was möchtet ihr im Jahr 2018 angehen? Und wie gesagt, dafür nutzt auch die Zeit jetzt. Ich hoffe, ihr habt auch Urlaub jetzt über die Feiertage und müsst nicht arbeiten. Und dann wünsche ich euch echt ein frohes Fest. Und lasst es euch gut gehen. Und wie gesagt, ich werde mal gucken, dass ich jetzt auch nochmal vorm Jahreswechsel nochmal ein kleines, wie soll ich sagen, so ein Info-Video raushauen werde, um auch noch ein bisschen auf die Thematik drauf einzugehen, wo ich mit meinem YouTube-Kanal Seed Movie hin möchte in der Zukunft und wie ich das mit Final Fantasy kombinieren möchte und wie die Reise weitergehen wird. Ich weiß nicht, es ist alles so ein bisschen in der Schwebe, muss ich sagen, deshalb passt auch so dieses Mount, diese Wolke so passend, dass ich aktuell noch wieder in der Findungsphase bin und ein bisschen so beim Rumschweben bin und mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, ich lasse mich überraschen, ich hoffe ihr auch und alles weiter dann, wie gesagt, später. Im Ende des Jahresbereich, da werde ich was raushauen. Ja, und ich würde sagen, ich werde noch ein paar Namen vorlesen. Ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, ich habe hier noch in meinem Lebkuchen-Säckchen oder meiner Tasche, habe ich noch ein paar Namen. Und ihr seid nicht vergessen, vom letzten Jahr, wen haben wir noch hier? Also ihr könnt schon abschalten, wenn ihr wollt. Aber falls nicht, dann hört noch ein bisschen zu, wen habe ich noch hier? Also, letztes Jahr, da war noch hier Nana Hyuki am Start gewesen. Ach, Nana Hyuki. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hoffe, du hattest ein gutes 2017er Jahr. Und zwar nicht allzu stressig. Dann haben wir hier Putzfetzen. Nee, der Putzfetzen war auch noch da gewesen vor einem Jahr. Ich hoffe, du bist nicht allzu sehr abgenutzt jetzt im Jahr 2017 und dir geht's auch gut, ne? Muss aufpassen. Also auch mal den Putzfetzen wechseln. Den Namen nicht unbedingt, aber den Putzfetzen, weißt du? Wen haben wir noch hier? Shiro Mira 87. Ja, auch liebe Grüße an dich natürlich noch. Bist du noch fleißig am Zuschauen oder schon in anderen Spielen unterwegs? Wen haben wir hier? Muffelmorgen. Ja, Muffelmorgen kenne ich auch noch. Dann habe ich früh morgens immer, jeden Tag, immer muffelig. So schwer aus dem Bett zu kommen. Dann war Ayumi Franzi. Ne, Ayumi Franzi natürlich. Ich hoffe, dir und deiner Schwester geht's gut, denn Noriko Mel. Euch beide werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Ja, ihr Schwesternherzen. Ich hoffe, ihr habt auch noch eine schöne Zeit. Dann haben wir Ducy Line 8, haben wir auch noch am Start gehabt vor einem Jahr. Dann haben wir Andre 03. Ja, Andre sagt mir auch noch was. Meerenwien 90. Ne, ich wäre bekloppt. Meerenwien war auch noch da gewesen. So, was haben wir noch hier? Rangknolle. Der war auch hier. Sumi 2402 war auch am Start gewesen vor einem Jahr. Dann haben wir noch Crazy Babe mit dem Rangknolle. Ist das schön. Painkiller. Ja, ich hoffe, du hast nicht allzu extreme Schmerzen gehabt im Jahr 2017 und bist gut durchgekommen. Und ich wünsche dir viel Kraft und ja, fürs Jahr 2018. Dann haben wir noch Avo 86 gehabt. Oh, es nimmt kein Ende. Dann haben wir noch Azrael HD auch noch am Start gehabt. Singular Perplexa. Liebe Grüße auch an dich natürlich, ne? Und an Gizard, ja? Ihr beide natürlich auch. Ich hoffe, du hast eine schöne Weihnachtsfeier gehabt, ne? Singular, wir haben hier noch, naja, nicht gequatscht, aber ich hab's mitbekommen. Du weißt Bescheid, Singular. So, dann haben wir noch Basie 91 gehabt vor einem Jahr. Und wen haben wir noch da? Ah, Hexi 666. Ja. Also, wir haben ein paar Namen habe ich ausgegraben. Sollte ich jemanden verpasst haben oder vergessen haben, dann seid mir nicht böse. Es sind halt wirklich noch ein paar Zettel in meinem Säckchen drin. Das würde den Rahmen sprengen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wie gesagt, gebt mir mal eine kurze Rückmeldung, wie es euch so geht. Also nicht nur die Leute, die ich jetzt hier namentlich ernannt habe, ne? Sondern auch allgemein. Wie geht's denn meinen Zuschauern so? Und habt ihr ein schönes Fest oder ist das alles eher so stressig für euch? Ne? Ist ja bei jedem auch immer unterschiedlich.
Also schreibt es in die Kommentare, gebt den Ganzen einen Daumen hoch. Mich würde es freuen und dann würde ich sagen, Leute, im besten Fall sehen wir uns auch im nächsten Jahr wieder zu vielen weiteren Events und auch neuen Projekten. Und dann sage ich mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für euer Interesse, für euren Einsatz. Ja, und dass ihr das letzte Jahr auch mir so treu gewesen seid. Und auch natürlich Grüße an die Leute, die jetzt neu dazukommen gerade. Also, alles Gute euch, lasst es euch gut gehen. Euer Sirenia Lewis hier im Spiel Final Fantasy 14 Stormblood. Tschüss.